Um die richtige Technik beim Skitourengehen geht es jetzt. Anlässlich des Salzburger G-Tourenski-Winters haben wir uns bei den Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams erkundigt. Beim zweiten Salzburger Tourenski-Winter profitieren die Teilnehmer einmal mehr von insgesamt 6 herrlichen Aufstiegsrouten im Bundesland Salzburg, aber auch von den vielen Ratschlägen der Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams, die diese Touren begleiten. Und meistens sind es einfache, aber effiziente Tipps, die einen Aufstieg erleichtern, wie zum Beispiel die richtige Gehtechnik auf Flachstücken. Wenn wir uns in flachen Abschnitten befinden, dann ist es wichtig, dass wir eine gute Beinarbeit, sprich eine gute Skiführung haben und eine gute Armarbeit, eine gute Steckenführung, einen guten Stockeinsatz. Und beim Schub mit den Beinen, da geht es im Wesentlichen darum, dass man am Ende von einem Schritt nur mal so einen Impact gibt, nur mal einen Schub nach hinten gibt und da mal mit dem Flachen die Möglichkeit, dass wir dann den Schritt um ein paar Zentimeter verlängern. Das andere ist die Skiführung. Da müssen wir darauf schauen, dass wir in Ski, dass wir nicht wirklich steigen mit dem Ski, sondern dass wir den Ski schön wie einen Pinsel eigentlich über den Ski streichen lassen. Immer schön Kontakt zum Schnee haben und wirklich über den Schnee streichen lassen, zusätzlich zum Schub. Und dann ist es auch noch so im Flachen, dass man schaut, dass man vielleicht ein bisschen einen längeren Stecken hernimmt und dann, ganz wichtig, da machen viele einen Fehler, dass sie bei der Hüfte, auf Höhe Hüfte, schon mit dem Stockeinsatz fertig sind mit der Bewegung. Und da war es eben wichtig, dass man gerade da nochmal so einen kleinen Impact nach hinten aus dem Oberarm, aus den Armstreckermuskeln gibt und da auch noch ein paar Zentimeter an Schrittlänge vielleicht gewinnt. Ein wichtiger Bestandteil des Salzburger Tourenski-Winters ist die ansässige Bergrettung, die auch für die Sicherheit sorgt und genauso ihr Wissen an die Teilnehmer weitergibt. Denn jeder Tourenskigeher sollte Gefahren abschätzen können, auch dann, wenn man auf einer vermeintlichen sicheren Piste unterwegs ist. Die Piste ist geschütztes Gelände, man ist keiner Lawinengefahr im Normalfall ausgesetzt. Natürlich muss ich auch die Pistenregeln dazu beachten und das ist halt das Problem, was manche leider immer wieder versuchen, einfach die Piste zu kreuzen. Das sollte natürlich nicht sein, es sind immer wieder auf abfahrende Skifahrer zu achten und ja, also wenn Pisten gehen, dann die Regel einhalten, möglichst die Piste nicht queren. Und am Pistenrand aufsteigen. Vielerorts gibt es bereits speziell an Tourengeher gerichtete Hinweise, die natürlich neben den gültigen FIS-Regeln zu beachten sind. Denn es liegt in jedermanns Interesse, die Attraktivität des Wintersportes und die Schönheit der Natur in vollen Zügen und das gefahrlos genießen zu können.